Wenn wir gleich die Aufnahme fertig haben, darfst du kurz was trinken, damit wir gleich die nächste Aufnahme machen können, ne? Und wenn wir dann die Aufnahme haben, kann man... Ja? Okay. Hallo liebe Trodianer und willkommen zurück zu Starforge 1.01. Mit dabei ist natürlich unsere Catbell. Unser Pox meine ich. Sorry, ich habe mich da gerade vertan. Müssen wir die Aufnahme nochmal neu machen? Nein, machen wir natürlich nicht, weil ob nun Catbell oder Pox, beides ist weiblich. Hallo Pox. Moment mal. So wie ich das hier mit dem Leech gerade mache, ja? So werde ich das mit dir auch machen. Beziehungsweise das, was der Leech mit mir macht. Wo ist er hin? Nein! Was ist? Leech hat mich kaputt gemacht. Echt? Habe ich gar nicht gesehen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist natürlich dann, ja. Sag ich mal, shit happens, ne? Ja, wenn du mich nicht tötest, dann halt der Leech ist. Tja, liebe Leute, also seht ihr bei Pox heute seine erste Folge in 101D. 101. Auf was wolltest du jetzt gerade raus? Ja, du fängst ja jetzt so gesehen nochmal von vorne an, ne? Nein, ich kann ja meine Leiche looten. Oh, da unten. Ach ja, jetzt brauche ich ja nichts mehr zu essen. Ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt frisches Essen bekommen. Ja. Nase juckt. Da musst du kratzen? Muss ich kratzen, ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Gold gefunden habe. Gold? Lass es auf dich wirken. Meine Zuschauer wissen, was ich meine. Aber ich nicht. Tja. Dann kannst du ja dann die Folge angucken und dann siehst du es, was ich meine. Puh, ich dachte schon, meine Kiste ist weg. Ja klar, die habe ich extra despawnen lassen. Ach so, ja, du als Server-Admin machst sowas dann doch ganz gerne. Ja klar, gerne, ne? Ja. Ja, aktuell gibt es leider übrigens Starforge immer nicht für Linux-Server, deswegen, wir sind noch am Verhandeln da mit einigen Leuten, dass die uns einen Server bereitstellen für euch. Und dass wir dann den Rust-Server übernehmen. Die Möglichkeit würde ja auch bestehen. Wir sind am Verhandeln, dass die den übernehmen. Also, das bedeutet auf gut Deutsch, wir sitzen bei denen, und bedrohen sie mit unseren Baseballschlägern. Aber es kommt nichts dabei raus, von Tag zu Tag nicht. Genau. Deswegen kann es noch ein bisschen dauern. Nee, der Kollege ist im Urlaub deswegen und ich komme zurzeit nicht an ihn ran. Deswegen kann ich da auch zurzeit nichts klären. Sobald er aber wieder da ist, werden wir natürlich ganz stark in die Verhandlung gehen und ja. Ansonsten auch einen freundlichen Gruß an meine amerikanischen Zuschauer. Hello everyone in America. Nein, tu es nicht, bitte. Okay, gut. Ich wollte es nur einmal probieren. Welcome to my Let's Play from Starforge. And yeah, you're welcome. So. Gut, wo waren wir? Ach genau, ich war dabei, Gold abzubauen. Ich brauch Eisen. Seh dich. Seh dein Licht. Dein Licht ausgemacht. Das bringt aber nichts. Ich weiß jetzt, wo du bist. Jetzt hast du es wieder an. Aus. Entscheid dich doch mal. So. Ich höre dich auch. Noch gute 20 Kilometer von dir entfernt. Also mindestens. Ich habe aber gerade das Nachladen einer Waffe gehört. Habe keine Waffe. Ich kann es dir nur sagen, was ich auf meinen Ohrmuscheln gehört habe. Und dann mache ich mir natürlich Sorgen. Ich kann dir einen ganz, ganz, ganz guten Psychiater empfehlen, lieber Tro. Also irgendwas stimmt da dann wahrscheinlich mit meiner Soundkarte nicht oder so, keine Ahnung.
Ja, oder doch mit deinem Kopf. Meister. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Nein, er hat eine Höhle gefunden. Pilze. Und er hat Pilze. Was zum Essen? Meister, Igor hat Futter gefunden. Meister, kommen Sie. So. Alles in Ordnung. Alles normal. Also, manchmal habe ich verdammt Angst vor ihm. Und das ist auch gut so. Ja. Ach, ich liebe es. Darum bin ich gerne Let's Player. Man kann richtig abspasten und man kann es mit euch teilen. Und wenn es euch gefällt, wie immer, Daumen hoch dafür. Und beim nächsten ja. Mal wird es dann noch abgespasteter sein. Was soll denn Mist, was der macht? Kann man auf jeden Fall meinen Daumen hoch geben. Auch in meinem Video. nee. Pox? Ja. Pox. Ja. Pox! Was willst du? Ja, ich war drin. Es leuchtet nicht mehr rot. Hä? Die Dinger leuchten gerade nicht rot. Es ist was drin. Oh, tatsächlich. Neben mir ist ein Leeches und der hat gerade gerülpst. Das ist eklig. Der hat gerülpst. Ich war den Berg doch schon fast unten. Du musst mich nicht wieder hoch teleportieren, du blödes Spiel. Mann. Der Leeches hat gerülpst. Ja, so. Also ich war es nicht. Das würde ich jetzt auch sagen. So, was haben wir hier? Iron Garage Door. So, was haben wir da? Smoke Grenade. Wie kommst du da so schnell hin? Wie ich da so schnell hinkomme? Hier sind ja 4 Stück insgesamt, hä? Ja. So, und wenn ich direkt neben einen stehe? Da ist ein Argument. Ja. Der leuchtet rot, das heißt, du bist bei dem. Okay. Hm? Ja, deiner ist leer, da wo du gerade warst. Der leuchtet jetzt rot. Ich war noch an gar keinem. Mhm. Meine Waffe wird's ja gleich sehen. Hab schon mal Angst. Aber eigentlich grundsätzlich Angst. Ach, guck mal an, wer da vorne ist. Ja, sagen, du warst nicht da, ne? Ich war nicht da. Würde ich jetzt aussagen, ne? Komm jetzt im Moment zu meinem ersten Nupsi. Ich würde übrigens gerne mit dir über eine neue Art der Politik sprechen, die ich mir einfallen hab lassen. Oh ja. Ja. Bing. Göttlich. Ups. Diese Stille. Diese Ruhe. Im ersten Moment dachte ich mir so, komm, jetzt ziehst du noch ein bisschen länger. Aber die war so schon lange genug. Doch Eisen, immer noch eigentlich. Dann ja, schon wieder wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Welt. Da fällt mir gerade ein, was brauche ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Was hab ich... Oh verdammt, ich wollte Sand holen. Hab dann andere Sachen gefunden, dann bin ich vom Sand wieder weg. Oh. Warum hast du eine Maske auf? Ja, warum liegt hier Stroh? Oh, verdammt, ey. Dreimal essen. Ich finde ja, dass man Stroh hier bei dem Spiel echt noch einführen könnte. Wieso, damit ich eine Maske anziehe? Ja. Du weißt schon, in welcher Position du dann bist. Mist, verdammt. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und ich möchte dann auch nur noch mal erwähnen, wer dann von uns beiden die Frau ist. Ja, du natürlich. Nein. Ja. Hast du wohl in Geschichte nicht aufgepasst, hä? Nein. Besonders Geschichte. Und in Erdkunde. Meinst du wegen Stroh, wo überall Stroh ist, hä?
Verdammt, ich muss da wieder zurück. Wisst ihr, ich habe mir jetzt zwei richtig dicke Burger reingedrückt von einer Kette, die ich nicht nennen möchte, weil ich möchte nicht, dass da jeder einkauft, sonst wird die schlecht. Und, eh alles gehen Burger. So, wollte ich mal erwähnen. Nein, nein, das ist so eine, also, ich will es nicht sagen. Ja, es ist eine kleine, es ist eine lokale Kette. Gibt's so. Eher bei uns hier im bayerischen Raum, im westbayerischen Raum. Hört sich auch falsch an. Also gibt's nicht in Deutschland, gibt's nur in Bayern. Möchte ich nur mal erwähnen. Nein, es gibt's nur im westbayerischen, ja? Auf jeden Fall. Also mehr Österreich. Westbayern. Ostösterreich. Wäre dann schon Nordösterreich. Okay, auf jeden Fall gibt es da die geilsten Burger. Davon habe ich zwei Stück gegessen und ich habe immer noch Hunger. Kommen wir nochmal zu dem Stroh zurück und der Maske. Egal. das Niveau ist gesunken. Ja. Meine lieben Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Ich will Eisen, gib mir Eisen. Wieso willst du Eisen? Gib mir, ich will Eisen. Gimme Eisen, 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 Eisen. Verdammt, ich hab mich verlaufen. Wo war denn jetzt diese blöde Höhle? Ich bin ja dafür, dass man sich hier auch eine Karte runterladen kann, wie bei Minecraft, auf der man dann Landmarks setzen kann. Ich gehe mit und erhöhe, dass man die Karte schon automatisch hat. Ja, okay. Okay. Beziehungsweise halt, nachdem man sie erkundet hat, ne, wohlgemerkt. Ja. So wie bei so klassischen Spielen wie Command & Conquer, StarCraft, WarCraft. Oh fuck, ich habe die Höhle gefunden. Aua. Weißt du, woran ich das immer merke? Wenn du reinfällst. Ja, weil ich nicht reinspringe und dann ganz tief falle. Ah. So, also hier wäre mal, ja. Jetzt ist er Eisen. Ganz leise geworden. Ah, jetzt ist er wieder da. Wer? Wer? Was? Gibt's was, Doc? Eisen. Und was zu trinken. Wieso was zu trinken, hä? Ja, ich krieg grad, also hier bei uns in Bayern sagt man Pappmaul. So richtig. Jo, weil wir die ganze Zeit am Reden sind. Ja. Wenn wir gleich die Aufnahme fertig haben, darfst du kurz was trinken, damit wir gleich die nächste Aufnahme machen können, ne? Und wenn wir dann die Aufnahme haben, kann man... Ja? Okay. Das war jetzt gerade bayerischer Dialekt übrigens, ja, also will ich nur mal erwähnen. Das war tiefstes Bayern. Das war übrigens Kopf auf Tischplatte. So in etwa. Und wenn's Baris das ist ganz schön schwierig, vom Hochdeutschen, also vom mehr oder weniger Hochdeutschen, ins Bayerische überzugehen. Also, ich meine, wir reden daheim ja auch, also ganz normal und bayerisch und, also... Ja, es ist ganz normal und bayerisch, ja. Es ist richtig, dass Bayerisch nicht mehr normal ist. Bayerisch ist schon echt abnormal. Hast du schon recht. Und das als Bayer, das ist echt eine Erkenntnis wert, muss man dir erlassen. Oh Mann, nein. Aber ich hab's nicht gesagt, du hast es gesagt. Nein, ich hab dich nur bestätigt. Was ich damit sagen möchte. Ich. Das hatte ich in der Schule schon. Ich weiß es nicht. Du bist eine sehr egoistische Person, oder? Sprichst immer nur in der Ich-Form. Natürlich. Stroh, wie sah dein Tag heute aus? Mein Tag sah heute wie folgt aus. Ich bin aufgestanden, habe meine Videos hochgeladen, habe dabei dann genüsslich einen Latte Macchiato getrunken, den ich wohlgemerkt aus einer Apotheke bekommen habe. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Dann habe ich, was habe ich denn heute noch gemacht? Dann habe ich mein Fernseher programmiert, war noch einkaufen, habe dann meine Frau ein bisschen durch die Einkaufsläden getriezt, auch durch ihren Arbeits,
also durch ihre Arbeitsstelle, ja, weil Frauen, wenn sie dann da aufeinandertreffen, weiß der ja. Habe ich dann gesagt, hier komm, kusch, 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 ja. Hab gefragt, ob es da auch Peitschen gibt irgendwie, damit ich sie da durchhetzen kann, aber leider hatten sie das nicht in dem Laden. Ich muss mir das gerade vorstellen. Droh auf dem Rücken seiner Frau mit der Peitsche. Da kam gerade ein Kissen geflogen. Kannst du mir vorstellen. Jedenfalls, ja, auf dem Rücken bin ich jetzt nicht geritten, ja, aber ich habe dann doch schon so also ein bisschen, naja, egal. Ja, dann nach Hause, dann schnell was gegessen, mir schnell sozusagen eine, ein weggemacht, ein, sag schon, wie heißen die, Laugenbeck. Ja, hier heißt es ja alles weg, ja, wenn es bei euch Semmel heißt, heißt es bei uns weg, ja. Semmel weg. Ja, weg Semmel. Jetzt bist doch du ein Saarländer. Nein, das ist ja falsch. Entschuldigung. Nee, Saarländer aber sagen auch weg. Ja, ich selber sag Brötchen. Also, meine Güte. Als ich das erste Mal in meinem Leben im Saarland war, stand ich an der Tankstelle. Wollte tanken. Muss man so, wenn man mit dem Auto unterwegs ist? Echt? Man muss tanken, ja, wenn man mit dem Auto unterwegs ist? Boah, wo gibt's denn sowas? Und vor mir war einer und der wollte schrippen. Und das war das schlimmste Wort, was ich bis jetzt für Semmel gehört habe. Oder für Brötchen. Also Brötchen lasse ich mir noch eingehen. In Ostdeutschland heißt es Bäm. Ja, das macht's auch nicht besser. Also da finde ich Schrippe noch eigentlich angenehm. Wobei, jetzt muss ich mal ganz kurz mal meine Frau fragen. Schrippe ist doch nicht der Begriff für weg, oder? Schrippe ist Brot, ne? Das sind auch Brötchen, die sehen aber anders aus. Okay, das ist natürlich eine Aussage, die ist sehr vielversprechend, ja? Also es gibt einmal die weg und es gibt einmal die Schrippen. Ja, die weg sind halt Brötchen und die Schrippen sind Brötchen, die anders aussehen. Das sind also die, also um es politisch korrekt auszudrücken, es sind die Brötchen, die einfach anders sind. Genau, also so gesehen, das sind die, bayerischen Saarländer Brötchen. Sehen halt anders aus. Was mache ich denn hier? Was tue ich hier? Für die nächste Aufnahme muss ich mir Vorurteile über die Norddeutschen raussuchen. Wir, ja, bei uns könntest du noch sagen Klippenpisse, aber okay, ihr seid Schluchten, na egal. ach, verdammt, ich brauch Forging Terminal? Oh, nee. Ich will meine Basis bauen und was brauche ich? Ein Forging Terminal. Hier fliegt ein Leeches. Ich will mir noch nicht so eine Grützenbasis wieder bauen. Ich glaube, ich baue mir jetzt gar keine mehr. Und wenn, dann eine aus Stein. Nee, ich möchte doch... Ja, richtig, ich möchte mir eine, wenn, aus Stein bauen, aber dafür brauche ich das Rezept. Das heißt also, ich renne jetzt hier von Terminal zu Terminal und suche mir was. Tja, liebe Leute, es wird sich ein bisschen auszögern, bis ich hier meine Basis bauen kann. Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 3 bis 4 Jahre. Bitte haben Sie Geduld. Please hold the line. Bitte warten Sie. Please hold the line. Ach, das waren noch Ansagen früher. Ja, früher. Früher, als ich noch jung war. Oh, ich bin so alt. Ja. Damals, also mit 8, 9 Jahren, war das Leben noch echt toll. Also bei jetzt, dir vor 2 Jahren oder was? Jetzt mit 24. Ja, 24, komm mir auf, ey. Komm mir auf. Du siehst noch voll jung aus. Siehst nur aus wie 10. Oh, oh, jetzt geht's aber los. Die Haare im Gesicht sagen leider was anderes. Jo, mit Klebstoff habe ich mir früher als Kind auch immer Haare ins Gesicht geklebt, damit ich älter aussehe. Also, das sind immer Ausreden hier. Mann, jetzt ey. Jetzt brauche ich Öl. Nein. Öl ist da hinten. Naja, sagen wir es mal so. Man durfte sich ja früher als Kind immer anhören, ja. Während du in der Nase gebohrt hast, ja. Wenn du Öl gefunden hast, sag Bescheid. Warte mal, ich versuch das mal. Meine Lehrerin in der ersten Klasse hat mich damals auf Gold angesprochen. Ich dachte mir, was will die? Ja. Was will die? Was? Wieso Gold? Ach, vielleicht bin ich ja so ein goldiger Junge. Ja. Aber Pox, ich kann dir sagen, ja, selbst jetzt so im Nachhinein, ne? Sie meinte was ganz anderes. Du bist kein goldiger Junge. Ja? War ich noch nie. Vielleicht bist du ein bisschen Bronze oder so, aber das ist ja auch schon Edelmetall. Also von Edel wollen wir bei dir nicht sprechen. Blei. Oh.
Vielleicht schaffst du es noch gerade so zum Helium. Zum Edelgas. Oh Mann. Menschenbewertung nach der nach dem Periodensystem. Ich wollte gerade sagen, nach der Periode? Hä? Dann sind ja die Frauen ganz unten, oder? Oh Gott. Das frauenfeindliche Let's Play jetzt und live für Sie. Und schalten Sie morgen ein, wenn Sie morgen wieder ein bayernfeindliches Let's Play haben wollen. Obwohl, ja, wissen Sie was? Bayern und Frauen kann man in einen Sack packen, das würde keinen Unterschied machen. Du weißt, dass haben beide ihre eigene Meinung. Hast. Haben beide eine eigene Meinung. Ja, ja. Also. Ja. Ja, der Bayern ist wenigstens was wert. Ja, aber dafür auch teuer. Und es kommt die Steuerzahler. Na egal. Du weißt, dass wir Bayern den Rest Deutschlands eigentlich bezahlen, oder? Ohne uns Bayern gibt's kein Deutschland. Ohne euch Bayern würde es kein Deutschland geben. Warte mal ganz kurz. Wo haben wir jetzt nicht aufgepasst? Egal. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf rumreiten. Ich möchte gerne ein anderes Thema anschneiden. Kommen wir zur Evolution des Menschen. Wo bist du eigentlich stehen geblieben, Pox? ich weiß die lateinischen Namen jetzt nicht, aber ich glaube beim Homo erectus. Nein, warte mal, also du bist. Eigentlich meintest du, glaube ich, den Homo sapien, aber okay, ja, Homo erectus. Genau. Puh, also Rectus, das wäre dann für. Na, ihr wisst schon was, das wäre. Da, wo eigentlich normalerweise das rauskommt, was bei Pox aber dann meistens dann doch aus dem Mund rauskommt. Alter, wie wir uns dissen. Ja, toll, das gefällt mir. Ich habe Obsidian gefunden. Ja, das hatte ich auch schon vorhin mehrfach gefunden, aber ich suche kein Obsidian, verdammte Axt. Ich suche Blöcke. Ich suche Blöcke. Ich habe hier übrigens noch ein. Ich habe ja übrigens hier noch ein Rezept oder ein Blueprint für ein Bett. Einzelbett, möchte ich gleich erwähnen. Wir sind hier nicht bei Minecraft, Einzelbett. Komm nicht auf dumme Ideen. Ich muss das Bett bei dir da sowieso wieder abbauen. Ich sehe schon, mach's mir da lauter Flecken rein, wenn ich nicht mit dir aufnehme. Deswegen muss das mal in mein Haus kommen. Du möchtest gar nicht wissen, was das für Flecken sind. Ja, eben, genau. Deswegen muss das Bett weg. Ja, das Bett ist so rot, weil ich da immer die ganzen Kühe schlachte, ja, als Opfergabe, damit du endlich verschwindest. Oh nein. Du hast mich noch ein bisschen. Cool, hier ist Titan im Boden. Im auch Boden? Cool. Im Boden drin? Weißt im Boden drin? Drin im Boden? Wie so krass. So, jetzt reicht's mir. Nee, ich baue mir jetzt mein Haus und zwar aus Holz. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ein Holz. Es sieht das so. Seinen Alter! What the fuck? Weißt du, was gerade passiert ist? Ich möchte es gar nicht wissen, aber erzähl's. Der Baum hat sich in den anderen Baum verfangen. Mhm. Ja. Also erstmal, er hat sich im Wind bewegt. Mhm. Ja. Dann hat er zusätzlich, nachdem er sich im Wind bewegt hat, verschoben. Ja, auf dieser, auf diesem Holzstamm. Und dann ist er erst umgekippt. Ja, das war halt ein bayerischer Baum, der lässt es gemütlicher angehen. Hat schon nichts mehr mit gemütlich zu tun. Ich will jetzt Öl. Gib mir Öl. Sag mal. Mal. Ich bin die ganze Zeit irgendwo hier am irgendwelche Ressourcen suchen, an denen ich glaube schon 20 Mal vorbeigerannt bin. Mindestens. Warum eigentlich? Au. Beine gebrochen. So. Fakt ist, diese Runde wird diesmal bei weitem interessanter, weil wirklich die Karte so weitläufig ist und das finde ich so gut, weil du kannst wirklich nicht sagen, ich setze mich dahin oder ich setze mich dorthin. Das geht einfach nicht. Also ich habe echt geguckt, so nach idealen Stellen oder so, also ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, da bist du perfekt platziert, da bist du perfekt platziert. Es gibt keine, oder? Jetzt mal deine Meinung so. Nein, weil du bist sowieso ständig am Umherlaufen. Ja. Also du kannst dich vielleicht neben einem Erz platzieren, am besten Titan. Aber alles andere bringt ja nichts. Ja. Ansonsten, liebe Leute, möchten wir uns jetzt erstmal hier auch wieder an dieser Stelle bedanken fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Und ich bleibe dann in dem Augenblick mit freundlichen Grüßen und ich bin euer Tod. Tschö, tschö. Ja, mal, mit einem bayerischen Servus verabschiede ich mich jetzt wieder, ne?
Halt's Maul. Mach's gut. Bis dann. Danke. Tschüss.